Einfach vorbei winken, Set wenn Setup die nochmal böse. laden dann, oder? Ja. Eigentlich Du nicht. musst mir jetzt aber eine Entschuldigung schreiben, weil wegen dir komme ich zu spät auf Arbeit morgen früh. Ja, ja. Wegen 5 Minuten. Ja, also das sind 5 Minuten, die mir fehlen vom Schlaf. Ach so, du musst ja. Irgendwo muss ich da wieder reinholen. Ja, genau, die musst du so hinten dranhängen. Der Chef fragt so, warum kommst du zu spät? Ja, der Patrick ist gestern in der Einführungsrunde zu schnell gefahren. Und jetzt hau ich mich da gleich in Runde in der Kurve 1 weg. Macht das Setup so krass viel aus beim Porsche oder ist der einfach allgemein sehr schwer am Heck fahren? Der GT3 ist eigentlich so ähnlich, aber durch die Traktionskontrolle doch einfacher handelbar. Beim Cup ist halt einfach auch die fehlende Traktionskontrolle ein großer Punkt. Und zwischen aggressiven Setup und eins, was ich vom Blacky geschickt bekommen habe, liegen bei mir 2,5 Sekunden. Mhm. Und mit Übung ist da noch viel mehr drin. Siehe Nico Meier. Hat er geübt? Die Traktionskontrolle ist bloß eine natürliche Auslese, weißt du? Genau. Ne, bei Nico Meier liegt es nur am Setup. Und ich muss ja mal kurz vor der Session Start nochmal auf Setup drauf gehen, oder? Das macht keinen Unterschied bei den Reifen jetzt hier. Setup ist übrigens, was ich fahre, eigentlich nur Safe-Go-Setup mit leichten Anpassungen. Oh. Was sagst du jetzt? Ne, ist das Safe-Go-Setup mit ein paar Anpassungen. Ein paar angepasst, alles auf links gedreht. Genau, ganz leicht, nach links. Ganz leicht angepasst. Ne, was habe ich gemacht? Ich habe das Heck wieder ein bisschen höher gemacht. Was war noch? Warum macht man das Heck höher? Was macht das? Rotation in schnellen Kurven. Na gut, da rotiere ich ihn noch. Ich fand das Safe Setup jetzt beispielsweise in dieser schnellen Rechtskurve, diesen Knick, zu untersteuernd. Wenn du das Heck einfach da einen Ticken höher machst, dann kommst du einfach besser rum. Ja, aber dann wird der Frontier natürlich auch loser auf dem Heck, oder? Ja, natürlich, ja. Gut, aber das Safe Setup ist ja schon meistens so gebaut, dass du gar nicht rumkommst um die Kurven, ne? Ja. Ist nicht gut. Nochmal, ich glaube, ich habe irgendwas am Stabi verändert, ich weiß aber nicht mehr was. Wahrscheinlich härter gemacht, hinten. Ich glaube, der Safe ist auf 7. Der Safe ist vorne 7, habe ich auch noch. Und hinten auch 7, glaube ich. Ne, hinten habe ich 3. Dann hast du es weicher gemacht, hinten. Da kommst du besser rum, oder? Na, hast du mehr Haftung. Hast du mehr Grip beim, ja, mehr hast Grip eigentlich beim mehr Grip, Rausbeschleunigen. Ja. Genau. Ein bisschen. So, ich hoffe, alle sind da. Physisch, ja, geistig nicht. Ist auch nicht notwendig. Also nicht zu schnell fahren. Nein, für genau. Immer im grünen Bereich bleiben einfach. Relativ. Alle vorn drücken. Weg. Regenlicht nicht vergessen. Funktioniert. Und immer Lichthupe drücken jetzt. Ja. Ich denke auch, Lichthupe funktioniert. Lichthupe und rechts blinken. Ne, Lichthupe okay, ist das Gaspedal, oder? Mir ist jetzt schon warm. Ah, jetzt raff ich das erst mit dem grünen Bereich. Ja,
Aber du musst so dann beim Start im grünen Bereich sein, sonst kriegst du dann gegeben. Genau, das wird ja richtig angezeigt dann. Das sagt er ja dann. Und die richtige Seite natürlich auch. Das reicht, wenn du auf der falschen Seite bist oder zu mittig, dann kriegst du auch DC. Genau. Und dann die 70 km/h einhalten. Ja. Vor der Ampel. Drei Dinge auf einmal. Also ich finde ja einen Standing Start schon cooler, aber. Gurke, hau ab hier. Ja gut, das gibt's im Cup und sowas nicht. Aber hat der Porsche Cup nicht eigentlich stehen? Porsche Start? Cup hat stehen den Start. Mhm. Echt? Ja. Gut, man muss auch die Längssensibilität anpassen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel die genau ist, man hat Porsche. Passt ja gar nichts, ich hab immer 1080. Ich fahre auf 800 Grad. Also wie es beim Porsche auch ist. Ja, okay. Gut, ich fahre alle Autos mit 760. Alle. Nö, ich habe verschiedene Profile bei Vanalab da gespeichert für jedes Fahrzeug. Und auch jedes Fahrzeug so eingestellt, wie es in der Realität halt auch ist. Ja, aber es ist ja quasi, wenn du im Game und in dem Treiber da deine gleichen Drehze, deine ja, gleiche... aber du hast diesen Stopper dann nicht. Ja. Nein. Bis dahin kommt man am besten eh nicht. Im Optimalfall kommt man nicht bis dahin, ja? Hab Mitleid mit mir. Nö. Still there. Yeah, this is cool. Hold your line. Clear left. Whee! Oh! Ich war da hin. Oh. Wieso? Ich bin gar nicht da. Ich bin letzter. Ach nee, das ist Noah Schneider. Ach so, der hat auch so einen Weißen. Right. Still there. Clear right. 7th Car right. Clear right. Schöne Lichthupe aber. Oder? Na! Ach ja, ich weiß schon, warum ich nochmal kein GT3 fahre. Ah, das ist alles Trainingssache.
Yeah, it is. Maya. Vor allem ist das auch keine leichte Kombi. Yellow flag. Nimm das Rad, ist schlimmer. Green flag, you're clear. Mier is leading the race. That was a 133.40. Sector 2 is 1.3. Off the pace. On your left. Hold your line. Hold your line. Clear left. Well done, Carlos. Nice move, mate. Die Sterne. Bitte gar kein Mercedes. Ich find's halt krass, in den AMG konnte ich direkt einsteigen, die allererste Runde fahren und es ging. Und es ging richtig gut. Ui. Left side. Clear left. Oh! You're wheeling this car in. The gap's now 0.40. Ich komm hier zum Bremsklotz. That's a new fastest lap for Schneider. 130.42. P5. Right side, you're in the middle. Clear right, clear all round. Car left, clear left. Ja, Jungs, wir müssen right aber auch irgendwo auch mal ein bisschen Platz lassen. Clear right, on your right. Links und rechts und ich nur am Schlittern und clear right. Abwehren. Yellow flag. Nee, ich weiß schon, warum ich vorne fahren kann. Green flag, you're clear. Wenn man langsam ist. Na toll. Fastest lap for Schneider, 130.29. Wenn er sagt, personal fastest lap, ist es dann die überhaupt oder nur in der Session? Nur deine. Das eine persönliche. Also insgesamt? Nee, nur die Session. Von deinen Session. Genau, aber nur die Session. Ja. Ja. Okay, Carlos, ignore that fucker in the mirror. Stick to your line. Nail those exits. Quicker than you entering turn two. P5.
fastest lap for Schneider, 130.126. You're 0.2 off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.41 off the pace. Sector 3 is 1/10 off the pace. Ich finde aber gut, dass das Spiel so ein bisschen mehr verzeiht bei Crashs. Kann wenigstens noch weiterfahren. Reißt der jetzt durch die Gegend, Herr Luca? Sector 2. Sector 2 is yellow. B3. Green flag, sector 2. Flag in sector 2. Yellow flag. Green flag, you're clear of the incident. You've got 10 minutes left, 10 minutes to go. Okay, Carlos, we're halfway home. Fuel looks tight, you might make it to the end. Stay on it, there'll be a chance. Car left. Hold your line. Still there. Hold your line. Still there. Clear left. Wen hat's jetzt gekickt? Kurs, glaube ich, raus. Nee, nee. Achso, nee, du bist noch drinne. Ich warte nur in der Box. Ich konnte nicht mehr fahren. Gar nicht. Distracted. Defend your position. Du bist geduldig fahren. He's faster than you into turn 2. Alright, Carlos. You've got half your fuel left. Jetzt drehe ich mich wenigstens nicht mehr. Jede zweite Kurve ist schon mal gut. Eine Verbesserung. Motor aufbauen dann noch. They're pretty slow through. Xbox. Also ich glaube, das war tatsächlich auch ein Setup. Also ich konnte so langsam wie ich will in die erste Kurve reinfahren. Ich habe mich immer gedreht. On your left. Beim letzten Rennen. Clear left. Jetzt komme ich durch. Of fuel remaining.
right side. Willst du nicht machen? Hold your line. Jetzt kommt's. Still there. Oh, mich nicht gewundert. Hold your line. Clear right. Alter! Danke. Kein Problem. About 1.5 seconds. Schneider is closing in. The gap is now 0.5. P2, you've just done a 131.70. Oh komm, lass mich fahren jetzt hier, ne? Alright, Carlos. Don't let this guy distract you. That's 5 minutes to go. Come on, keep it together. We'll be on the podium here. Yellow flag. You're clear. Incident clear. That's a new fastest lap for Meyer, 129.84. Your lap time was 132.04. Don't be intimidated, keep him behind you. Left. Clear left. Fuck. Left side. Still there. Hold your line. Hold your line. Clear left. The gap behind is now 0.32.
Just 2 minutes left. 2 minutes to go. Stay between the lines, please, Carlos. We're running on fumes, mate. Car left. Clear left. Clear right. Puh. Alter Schwede. Ich hab Gesprächsbedarf. Boah, was ist das? Car right. Was andere? Still there. Clear right. Was right Ende? Side. Ja. Hold your line. War interessant. Right. On your right. Clear right. On your right. Clear right. Left side. Hold your line. Hold your line. Clear left. Car left. Still there. Still there. Ich mach so einen Screenshot. Sicherheitshalber. Hold your line. Ich muss ja meine Auto-App fahren. Ja, in-Lab, Entschuldigung.